Bewegt sich von 12 Uhr auf 11 Uhr zu Tisch 8 rüber. Tisch 5 möchte noch nachbestellen. Sieht er nicht. Nein. Er kommt. Entschuldigen Sie, darf es bei Ihnen noch etwas zu essen sein? Ach so, vielen Dank. Danke. Er geht zurück zu dem Typen mit dem Scheibenkäse. Der bestellt echt nur Scheibenkäse. Der mit der Glatze? Ja. Okay, Ziegelbeck geht zurück in die Küche. Wiederhole, zurück in die Küche. Und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Und frei nach dem Motto, Game 2 Gutes und sprich drüber, zeigen wir euch jetzt unsere Themen für die heutige Sendung. Ab geht's auf Entdeckungstour. Wir schauen uns heute wieder neue Welten an mit endgeilen Landschaften. So schön, dass Caspar David Friedrich am liebsten überall seinen Wanderer reingestellt hätte. Oh, I saved it. Zuerst checken wir neue Wanderrouten in Horizon Zero Dawn ab, inklusive kleiner Botanikfortbildung und Zoologie-Exkurs zur Techno-Dino-Anatomie. Anschließend erkunden wir die Nintendo Switch-Breitengrade und häckseln uns mit der Machete durch den Spiele-Lounge-Dschungel. Zu guter Letzt lassen wir uns von Reiseleiter Link eine Safari durch das neue Zelda Breath of the Wild bieten. Geil, noch mehr Tierchen. Und wenn ihr Hippies auf Pastelltöne steht, seid ihr spätestens jetzt genau richtig bei uns. Und warum Colin mittlerweile 12 Bodyguards braucht, wenn er rausgeht, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Wow, was für eine Hammer-Sendung wir vor uns haben. Ja, erstmal möchte ich mit Kritik beginnen. Ich habe gezählt, es waren 9 Bodyguards, nicht 12. Hast du wirklich nachgezählt? Ja. Du bist auch schon so ein bisschen Monk. Naja, ne? Ich meine, wenn wir das jetzt mit allen Fakten so genau nehmen wie gerade, dann ist die Sendung faktenreich. Sehr faktenreich, ja. Das muss sie auch sein, denn heute ist ein ganz besonderer Tag, Nils. Du weißt, heute die Nintendo Switch, eine neue Konsole, kommt raus. Und das ist natürlich Grund genug für uns, einfach mal das Ohr in die Community zu werfen und rauszufinden, was ihr von dem Ganzen haltet. Vielleicht habt ihr auch Fragen an uns. Wie auch immer, Krogi ist euer Mann. Moin auch von mir, schön, dass ihr da seid. Heute drehen wir den Spieß um. Ihr habt uns nämlich Fragen gestellt zur Switch und die wollen wir heute beantworten. Dazu aber später mehr. Bis gleich. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr heute. Ich glaube, das Internet wird ausflippen. Weißt du, du sagst auch ganz oft, ich freue mich sehr, wenn du dich gar nicht freust. Deshalb weiß ich nicht, ob du dich wirklich freust. Ja, das ist ein Geheimnis. Das weiß man nicht. Das ist wie beim Roulette. Das ist volles Geheimnis, das Roulette. Wer weiß, wie funktioniert dieses Roulette? Ja, das weiß man tatsächlich nicht. Aber auch wenn alles so ein bisschen im Schatten der Switch steht und natürlich des großartigen Launch-Titels Zelda, gibt es natürlich noch ein anderes Spiel, was zu Recht heute von uns auf Herz und Nieren getestet wird. Und zwar ist das Horizon. Das ist korrekt. Ja, und ob Horizon was kann? Ist Horizon der Zelda-Killer? Das erfahrt ihr jetzt. Mensch, was haben wir auf Sonys E3-Pressekonferenz von 2015 Bauklötze gestaunt. Bislang hauptsächlich für geradliniges Geballere im Killzone-Universum bekannt, zauberte das niederländische Entwicklerstudio Guerilla Games mit Horizon Zero Dawn eine komplett neue Marke auf die Showbühne. Eine Roboter-Dino hat's in der Postapokalypse? Die Mischung schmeckte schon mal unverbraucht und sah obendrauf verdammt knackig aus. 2 Jahre später ist das Teil endlich draußen. Schauen wir mal, ob Hightech-Indianerin Aloy auch genügend Spielspaßpfeile im Köcher hat. We're men in tights.
In der Welt von Horizon ist die einst fortschrittliche Erdbevölkerung aufgrund einer rätselhaften Katastrophe von der Bildfläche verschwunden. Auf den technologischen Stand des Maya-Zeitalters zurückgeworfen, fristet Protagonistin Aloy mit Ziehvater Rost ein Dasein am Rande der Gesellschaft und grübelt sich einen Wolf. Woher komme ich? Wieso kann mich keiner leiden? Und, nicht ganz unwichtig, woher kommen diese riesigen Roboter? Statt an der Unwissenheit zu verzweifeln, trainiert Aloy seit Kindestagen für ein geheimnisvolles Ritual, die sogenannte Erprobung. Der Sieger darf sich was wünschen und Aloy wünscht sich natürlich vor allem eins: Antworten. Die suchen wir ebenfalls und haben deshalb die klügsten Denker aus unserer Redaktion gefragt, welche Erklärung sie für die Robokalypse haben. Das ist ja nun so, dass die ganze Apokalypse ja eigentlich ausgelöst wurde durch so einen Kometen, der auf die Erde geschlittert kam. Und das war nun ein Metallkomet. Und der ist beim Eintreten in die Atmosphäre super heiß geworden und auch so geschmolzen, wie so ein schmelzender Metallball, ist er auf den Washingtoner Zoo geklatscht. Und er hat dann die Tiere in so eine Metallschicht eingefasst. Dann hat man ja eigentlich schon so eine Art Roboter. Und der Rest ist dann Evolution. Die Dinosaurier wussten, welches Schicksal sie ereilt. Ja, der Meteorit kam und die meinten, oh scheiße, wir müssen irgendwie unsere Spezies retten. Die haben also diesen kleinen Velociraptor, der hieß Jimmy, und haben den auf so eine Metallplatte geschnallt und haben die Metallplatte oben auf so einen Vulkan draufgelegt. Und dann ist der Vulkan explodiert und durch den Druck ist Jimmy also auf diese Metallplatte fett ins Weltall geschossen worden. Irgendwann wurde er dann gefunden. Es waren so mega die Robo-Dudes und so, aber die sahen noch ziemlich sexy aus. Jimmy wird wach und sieht also als erstes diese wunderschöne Alien-Visage. Die machen ganz viele Kinder und da haben die natürlich irgendwann gesagt, Leute, so geht es nicht mehr, hier ist kein Platz mehr. Jimmy, geh doch mal dahin, wo du herkamst, so Trump-Style. Die also wieder auf die Erde und deswegen latschen die jetzt da rum. Das Ganze ist eine riesige Verschwörung, denn Dinosaurier sind nie ausgestorben. Die haben sich einfach nur zurückgezogen von dem Komet in ganz tiefe Höhen rein. Und dann haben sie sich da unter der Erde diese riesige Gesellschaft aufgebaut und dachten, irgendwann gehen wir wieder nach oben und kämpfen gegen den großen Kometen. Und dann entwickeln die da große Dinosaurier-Roboter. Und dann kommen die da hoch und finden raus, ja, der wird seit 10 Jahren nicht mehr verliehen, der Komet. Worüber sollen sie sich unterhalten? Wetter ist auch immer noch genauso wie vor 600 Millionen Jahren. Und das macht sie wütend. Richtig wütend. Deswegen greifen sie alles an. Ja, lassen wir das doch einfach mal unkommentiert so stehen. Das Erforschen der Geschichte von Horizon ist nämlich so essentieller Bestandteil, dass wir nichts spoilern wollen. Nur so viel. Wer Angst hatte, dass uns die Killzone-Macher die x-te auserwählten Geschichte unterjubeln, darf sich zurücklehnen. Horizon nimmt storytechnisch langsam Fahrt auf und etabliert Stück für Stück eine glaubwürdige Weltordnung mit gut geschriebenen Charakteren und interessanten Wendungen. Die sind manchmal etwas vorhersehbar und vielleicht nicht immer auf Witcher 3 Niveau, haben uns aber konstant bei der Stange gehalten. Apropos konstant gut. Horizon sieht nicht weniger als absolut beeindruckend aus. Langweilen andere Open-World-Vertreter mit generischen Landschaften und leblosen Arealen, strotzt Aloys Welt nur so vor Details. Jede Ruine, jeder Baum und jedes Grasbüschel wirken so liebevoll platziert, dass man der Welt wirklich abkauft, über die Jahre organisch gewachsen zu sein. Nun gut, gelegentlich nachladende Texturen, aufploppende Elemente und teils starksige Gesichtsanimationen trüben das Bild zeitweise. Der Gesamteindruck bleibt aber schlichtweg großartig. Und was auf einer normalen PlayStation 4 schon fantastisch aussieht, wird auf der Pro dank HDR und hochgerechneter 4K-Auflösung noch einmal eine Stufe imposanter. Das sieht man jetzt zwar nicht so richtig gut, aber glaubt's uns. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Oder das? Oder meine Fresse, ist das schön! Grafikfetischisten aller Welt, versammelt euch und huldigt Horizon Zero Dawn. We're not worthy! We're not worthy! Umso erfreulicher, dass Aloys Abenteuer sich mit seinem Mix aus Action, Erkundung, Klettereinlagen und kleineren Rätseleien auch noch sehr gut spielt. Das war's. Das Gefühl, vieles irgendwie schon einmal gesehen zu haben, werden wir über die komplette Spielzeit aber nicht so richtig los. Sich Aloy nach bester Croft-Schule an Felsklippen entlang, verfolgt Spuren wie Hexer Geralt, scannt mit ihrem Fokus die Umgebung wie Batman oder führt Dialoge, die von ihrem Ansatz auch direkt aus Mass Effect stammen könnten. Was wird mich dort drin erwarten? Dabei mag Horizon zwar nicht immer die Qualität seiner Vorbilder erreichen, bewegt sich in allen Teildisziplinen aber auf konstant sehr hohem Niveau. Absolute Spitzenklasse sind hingegen die metallenen Erdbewohner, die nicht nur Aloy vor einige Probleme stellen. Aktiviere
Todesstrahl, vernichte Erdling. Piu, piu, piu. Ey, hat sich irgendjemand mal die Dinger im Spiel angeguckt? Das sind Killermaschinen. Mann, Miri, wie sieht das denn aus? Todesstrahl aus dem Weltall oder was? Das ist schäbig. Geht's nicht so ein bisschen beweglicher, tödlicher? Wow, sieht der tödlich aus. Naja, warte, warte, warte. Ich habe einen Stimmprozessor eingebaut. Hallöchen. Ist der Hammer. Unglaublich. Pass auf, du hast einen Tag. Einen Tag, um uns zu beweisen, dass du einen Roboter bauen kannst, der Game 2 würdig ist. Kannst du das? Kannst du das? Kannst du das? Ja, kann ich. Geben wir unserer Miri noch etwas Zeit, denn die mechanischen Biester sind ein absolutes Highlight. Die 25 verschiedenen Metallwesen sind toll designt, beeindruckend animiert und folgen ihren ganz eigenen Verhaltensmustern. Wenn sich Krokodile in der Sonne wälzen oder Kämpfe unter den Biestern ausbrechen, könnten wir allein Stunden damit verbringen, das lebendige Treiben zu beobachten. Dear God, it's beautiful. Natürlich wollen die Hightech-Wesen nicht nur bestaunt, sondern auch den polierten Metallarsch versohlt bekommen. Die Robobiester teilen kräftig aus, sind verdammt agil und verfügen über ganz individuelle Attacken. Gott sei Dank kann Aloy sich auf ihren Fokus verlassen. Ein Druck auf den rechten Stick reicht aus und ihr werden die Schwachstellen der blechernen Tiere deutlich aufgezeigt. Die bringen nicht nur enorme Schadensboni, ballern wir den Viechern einzelne Teile vom Rücken, wirkt sich das auf ihre Fähigkeiten aus. So bleiben die Duelle stets fair, aber fordernd, auch wenn die Übersicht in hektischen Situationen ab und an flöten geht. Wer deswegen lieber taktisch vorgehen möchte, markiert feindliche Routen, um sich vorbeizuschleichen oder mit Stealth-Attacken kurzen Prozess zu machen. Dazu greift Aloy im Spielverlauf auf ein wachsendes Arsenal aus Fallen, Schleudern und Elementarmunition zurück. Reicht die eigene Kraft nicht aus, können die Metallechsen sogar überschrieben werden, um sie im Kampf als mächtige Begleiter oder Ablenkungsmanöver einzusetzen. Ach ja, und dann gibt es da auch noch den Kampf gegen Menschen, der wegen offensichtlicher KI-Schwächen aber in keinem Vergleich zur Monsterjagd steht. Da ist nichts, Idiot. Open World typisch bietet die postapokalyptische Erde auch abseits der Hauptmission etliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Banditenlager wollen ausgehoben, Monsterbrutstätten erforscht oder Areale von besonders aggressiven Maschinen gesäubert werden. Wirklich revolutionär ist das nicht. Dafür wird Altbekanntem an vielen Stellen neuer Charme eingehaucht. Einen sich bewegenden Langhals zu erklimmen ist eben um einiges spektakulärer als die Fassade vom 12. Ubi Tower hochzukraxeln. Stichwort spektakulär. Was macht eigentlich unsere Miri? Was hast du getan? Es ist eine Perversion des Lebens. Es saugt und bläst der heiße Mann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Wir müssen es von seinem Leib befreien. Nein, tu ihm nichts. Ah, komm, okay, okay. Ja, schaff die Scheiße raus, ab in den Flur mit dem Ekelding und dann nervt's keinen. Alles klar? Gregor, vielleicht hätte dir die eine oder andere Nebenmission noch gut getan. Die belohnen uns neben den Kämpfen nämlich mit reichlich Erfahrungspunkten, die in Aloys Fähigkeiten investiert werden wollen. Zu einem ausgewachsenen Rollenspiel mag es dem Talentbaum zwar etwas an Tiefgang fehlen, dafür wirkt sich jede Verbesserung spürbar auf den Spielverlauf aus, lässt Aloy kräftiger zuhauen oder noch mehr Loot einsacken. Kein Platz mehr. Das ist praktisch, wirft uns die Welt doch im Sekundentakt Pflanzen, Stöcke und mechanische Teile entgegen, die es einzusammeln gilt. Meins? Während natürlicher Sammelkram euch neue Munition und Tränke herstellen lässt, dienen Robobauteile als begehrte Tauschobjekte bei Händlern.
Blöd nur, dass die meist noch im lebendigen Tier stecken. Die Option, sich direkt aus dem Menü eine Aufgabe zu erstellen, die uns zu gewünschten Teilen führt, mag da erstmal komfortabel klingen. Wenn das Biest das gewünschte Teil im angegebenen Gebiet auch im dritten Versuch nicht droppt, kann aber schon mal Frust aufkommen. Und dass wir mehrere Sachen auf einmal verscherbeln, jedes Item dagegen einzeln einkaufen müssen, ist auch nicht so richtig komfortabel. Ach ja, was hatten wir doch für Bedenken. Wieder ein Spiel, das nicht um eine Open World herumkommt. Wieder die typische Geschichte eines Auserwählten, der nicht weniger als das Schicksal der Welt mit sich herumschleppt. Dass Horizon Zero Dawn ein Spiel geworden ist, das vielleicht nicht alles neu, dafür aber vieles sehr gut macht, ist da umso erfreulicher. Mit einem spannenden Setting und faszinierenden Metallwesen schaffen Guerilla Games eine Open World, die wir zu jedem Zeitpunkt gerne erkundet haben. Zwar wurde nicht jede Falle offener Spielwelten umgangen, spannende Kämpfe, eine gut erzählte Geschichte und toll gezeichnete Charaktere lassen uns über diese Fehler aber gerne hinwegsehen. Dazu ist Horizon nicht weniger als eines der optisch imposantesten Spiele unserer Zeit. Wer jemals den Kauf eines neuen Fernsehers rechtfertigen wollte, tja, nun hat er einen Grund mehr. So wenig Zeit, so viel coole Spiele. Horizon ist also richtig gut geworden. Was auch richtig gut geworden ist, zumindest wenn man den Wertungen glauben kann, dann ist es Zelda für die neue Konsole Switch. Und das ist natürlich unser großes Thema für heute. Wir haben später auch noch Gäste dazu. Und mit dem machen wir direkt weiter. Ja, absolut. Horizon, super Spiel, habe ich auch schon gezockt, kann ich schon mal sagen. Aber Zelda ist natürlich, es ist echt krass, was zurzeit alles rauskommt an Spielen. Man hat das Gefühl, es ist so eine neue kleine Weihnachtszeit, obwohl Weihnachten weit weg ist. Und jetzt natürlich noch neue Konsole, Switch. Zelda hat, glaube ich, bei Metacritic 98% gekriegt. Also es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, der es gespielt hat, der es nicht super findet. Das ist auf jeden Fall krass. Aber was gibt's denn darüber hinaus eigentlich noch für die Nintendo Switch? Das ist ja die große Frage. Es gibt ja nicht nur Zelda. Vielleicht gibt's Leute, die haben eine Allergie gegen Zelda. Was machen die? Holen die sich auch eine Switch? Das ist die große Frage. Die beantworten wir jetzt. In der schnelllebigen Welt der Videospiele gibt es wenige Konstanten. Was eben noch der heißeste Shit war, Nintendo 64, wird ganz schnell kalter Kaffee. Doch egal wie fortschrittlich Konsolen waren, teilten sie sich doch immer in zwei Lager. Konsolen für zu Hause und Konsolen zum Mitnehmen. Nintendo will das ändern und bringt mit der Switch einen Hybriden, der Handheld und Heimkonsole verschmelzen lässt. Ein neuer Versuch, die Schmach der Wii U hinter sich zu lassen. Und endlich einen gemeinsamen Nenner für Gamer aller Altersklassen zu bieten. Oh, boah, Papa, ist das dein Ernst? Alle Altersklassen? Denkst du das ernsthaft? Okay, nehmen wir mal an, ich hätte auf irgendwas Bock. Dann ja wohl eher auf 4K oder Virtual Reality. Anton, ich habe dir gesagt, du sollst nicht dazwischen reden, wenn ich hier einspreche. Es ist aber langweilig und ich will nach Hause. Komm, du bist doch nur ein Wochenende im Monat bei mir. Zum Glück. Lass mich das hier noch schnell fertig machen und dann machen wir alles, wozu du Lust hast, okay? Oh. Ob man es nun mag oder nicht, reine Rechenleistung spielt bei Nintendo spätestens seit der Wii eine Nebenrolle. Und ja, von den grafisch opulenten 4K-Welten der Konsolenkonkurrenz ist die Switch meilenweit entfernt. Aber die Nintendo Switch hat durchaus andere Vorzüge, die wir im Folgenden einmal nennen wollen. In Sachen Mobilität und Flexibilität ist sie PS4 und Xbox One weit voraus. Sämtliche Technik steckt im Tablet. Die Dockingstation fungiert nur als Ladestation und Schnittstelle für den Fernseher. Nimmt man die Switch aus dem Dock, wird das laufende Spiel nahtlos auf dem Tablet fortgesetzt. Die sogenannten Joy-Con-Controller sind dabei ebenso flexibel und lassen sich sowohl zusammen als auch einzeln nutzen. Ja, gut, also jetzt mal genug von der Technik. Viel wichtiger sind doch die Spiele. Und da kommt direkt zum Start ein echtes Schwergewicht. Legend of Zelda Breath of the Wild. Zelda, ui, das ist ja was ganz Neues. Mensch! Jetzt hör doch mal auf zu meckern. Zelda ist toll. Und jetzt sage ich dir auch warum. Ingo, das kannst du jetzt nicht sagen. Der Beitrag kommt gleich erst. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier oder was? Naja, du kannst über die anderen Spiele reden. Ja, okay. Neben Zelda hat die Switch noch einige andere Eisen im Feuer. Im Gegensatz zum lang erwarteten Elfenepos finden sich im Rest des Lineups aber eher kleine Spielperlen mit Indie-Charme.
In World of Goo löst ihr Rätsel, indem ihr kleine Goos statisch klug miteinander verbindet. Bei Little Inferno lasst ihr Gegenstände im Kaminfeuer verbrennen, um euch gegen die Kälte zu schützen. Und bei Human Resource Machine programmiert ihr eure Untergebenen, um stetig komplexer werdende Aufgaben zu lösen. Ach ja, nicht zu vergessen natürlich I Am Setsuna, eine Liebeserklärung an frühe JRPGs wie Final Fantasy und Chrono Trigger. Indie-Charme, schön und gut, aber weißt du, was die Spiele vor allem haben? Eine fette Staubschicht. Little Inferno gibt's seit 2012. World of Goo, das kam 2008 raus. Aber hey, immerhin besser als Skylanders, Imaginators und Just Dance 2017. Wie kann man bitte auf so eine quietschbunte Bonbon-Kacke stehen? Papa, kaufst du mir eine Skylanders-Figur? Ich hab erst 30.000 davon. Mann, Anton, dir kann man's aber auch nicht recht machen. Und jetzt hör auf zu nerven, es gibt nämlich auch Exklusivtitel. Die Minispielsammlung One-Two-Switch setzt voll und ganz auf die Features der Joy-Cons. Sogar der Bildschirm wird nebensächlich. Anstatt auf die Glotze zu gucken, stehen sich die Spieler gegenüber. Sämtliche Informationen werden über Geräusche oder Vibration vermittelt. So schätzt ihr die Anzahl von Kugeln in einer imaginären Holzbox, rasiert euch um die Wette oder versucht ein klingelndes Telefon schneller als euer Gegner abzuheben. Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Sieht so etwa aus, wenn man Spaß hat? So? Guck mal, hier. Ein echtes Telefon. Jetzt könnt ihr noch mehr Spaß haben. Und du? Du bist einfach nur weird. Hier, hast du ein echtes Baby. Okay, Sohn, ich gebe dir ja ein bisschen recht. Aber hey, bei 28 Spielen kann man die ein oder andere Niete schon noch verkraften. Etwas klassischer wird es bei Super Bomberman R. Das ebenfalls exklusiv für die Switch entwickelte Retro-Spektakel bietet das altbekannte Bomberman-Gameplay in neuem Gewand. Bis zu 8 Spieler gleichzeitig versuchen, sich gegenseitig mit Bomben aus dem Spielfeld zu sprengen. Nichts Neues, aber immer noch spaßig. Das muss doch sogar dir gefallen, Sohn. Sohn? Ah, wo bist du denn nun schon wieder hin? Sag mal, merkst du es eigentlich noch? Du bist ungefähr doppelt so alt wie ich und machst immer noch den gleichen Mist wie in den 80ern. Versuch's mal mit Ballern oder Springen oder Autofahren. So wie die coolen Kids. Ach ja, und dann erscheint noch Snipperclips, ein ebenfalls exklusiver Download-Titel, in dem ihr Papiercharakteren mit gekonnten Schnitten neue Formen verpasst und so Rätsel löst. Sieht doch nett aus. Yeah! Habe ich noch was vergessen? Ach ja, der hippe Retro-Plattformer Shovel Knight inklusive der neuen Kampagne Spectre of Torment wird zum Start der Switch ebenso verfügbar sein wie der Highspeed-Racer Fast RMX, der ziemlich deutlich in die Fußstapfen von F-Zero tritt. Sicherlich ist das Start-Line-Up der Switch sehr überschaubar, gerade wenn es um Exklusivtitel geht. Bis Ende des Jahres sind mit Titeln wie Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, Splatoon 2 und ARMS zwar bereits einige potenzielle Hochkaräter angekündigt, ob es die Switch aber schafft, auch über Nintendos übliche Verdächtige hinaus interessant zu bleiben, bleibt abzuwarten. Ja, so viel zum Line-Up der Nintendo Switch zum Start heute. Aber viel wichtiger ist, dass wir hier zwei Experten sitzen haben, die sich, glaube ich, schon seit 2 Wochen oder wie lange, ich weiß nicht, seit wann ihr die erste Switch gekriegt habt, damit heimlich in den Redaktionsräumen von Game 2 und von Rocket Beans beschäftigt haben, was keiner wusste, ehrlich gesagt. Ja, hallo Fabian, hallo Sebastian. Guten Tag, hallo. Vielleicht mal ganz kurz direkt reingegrätscht als allererste Frage. Gut, bei Fabian muss ich eigentlich gar nicht fragen, da kann ich mir schon die Antwort denken, aber wie zufrieden seid ihr denn in den letzten 2 Wochen mit der Switch gewesen? Ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten, tatsächlich. Also es gibt Teile, die an der Konsole echt, echt gut sind, also die mir sehr gut gefallen, aber es gibt auch Teile, bei denen ich sage, die Konsole macht es mir schwer. Also ich weiß nicht. Willst du mal? Also ich finde, dass grundsätzlich diese Hybridlösung aus Konsole und Handheld, das ist schon ganz gut gelungen. Ich finde, für einen Handheld macht das einen coolen Eindruck. Ist auch viel hochwertiger als zum Beispiel das Wii U-Tablet vorher war. Es wirkt jetzt nicht mehr wie so ein Kinderspielzeug, sondern schon wie ein ernstzunehmendes Technikgerät. Und auch das Display ist gut, ist ein 720p-Display. Das ist alles cool. Du merkst aber natürlich schon, dass auf beiden Seiten so ein bisschen Zugeständnisse gemacht werden. Als Konsole hat es natürlich nicht die Grafikpower, die eine PS4 oder Xbox One haben. Und als Handheld kommst du natürlich mit dem Akku schnell an die Grenzen. Mhm. Du kannst so 2-3 Stunden Zelda spielen und dann ist aber auch der Ofen aus. Aber ich glaube, das ist halt das, was du technisch gerade machen kannst, wenn du so eine Hybridlösung aus Konsole und Handheld bauen willst. Mhm. Das ist eigentlich auch schon das Stichwort, Hybridkonsole. Ich habe ganz viel gelesen, dass die Leute sagen, so als Standalone-Konsole für den Fernseher
mittelmäßig, aber als Handheld die absolute Bombe. Wie seht ihr das? Und wie funktioniert das wirklich? Benutzt man dieses am Fernseher zocken und dann nehme ich es ab und nehme es mit? Ja. Nutzt man es wirklich oder ist es ein Gimmick, was im Prinzip... Das ist halt auch so eine Persönlichkeitsfrage. Ne? Also ich finde, die Möglichkeit ist halt super. Also du spielst wirklich das große Zelda auf dem großen Fernseher. Es macht Bock, es sieht gut aus. Und dann, wenn ich aber irgendwie zur Arbeit fahre und irgendwie den Bus nehme, dann kann ich halt währenddessen direkt da weiterspielen. Also das ist halt was es so vorher noch nicht gab. Es geht fließend ineinander über. Ich finde, du hast keinen großen Qualitätsverlust, auch wenn die Auflösung quasi ja dann auf 720 runter geregelt wird. Und ja gut, man sieht es ja auch, es geht halt super einfach. Und Colin grinst in den Fernseher. Es geht halt super flott. Also ich finde schon, das ist halt ein guter Mittelweg. Also ich finde beides an dem Gerät eigentlich spannend. Ja. Das einzige Problem, was ich sehe, und das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt bei diesem Switch, Prinzip, dass du halt zu Hause spielen kannst, aber ich kann auch die Konsole mitnehmen und theoretisch ja auch bei Freunden spielen. Man sieht sie ja hier, jetzt ist sie mit diesem Standfuß aufgebaut und ich könnte theoretisch jetzt die Controller abziehen und mit Freunden zusammenspielen. Das Problem ist, dass sie mir keine Möglichkeit gibt, ohne die Dockingstation an den Fernseher angeschlossen zu werden. Und das ist für mich halt ein bisschen verschenktes Potenzial, weil ich finde dieses, oh, guck mal, das neue Zelda, ich zeig's dir mal kurz, zack, und wir schließen es an und spielen. Das ist halt eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, da könnte man halt ansetzen. Ja, es ist ein komisches Versäumnis, dass man nicht über den Port, über den man die Konsole auflädt, auch irgendwie einen Adapter auf HDMI hat, um das Ding einfach so anzuschließen. Weil das Dock willst du halt dann doch nicht mitnehmen, um es irgendwie bei Freunden mal zu zocken. Und dann, wenn sich viele Leute um diesen kleinen Bildschirm versammeln, dann ist es halt auch doch nicht mehr so ein großes Display. Also da müssen schon alle Leute sehr dicht davor hocken. Das ist so eine von ein paar Versäumnissen, die vielleicht jetzt nur dem frühen Launch geschuldet sind, wo ich aber hoffe, dass sie noch nachbessern werden. Weil einfach so ein paar Sachen noch nicht so ganz durchdacht sind, also noch nicht zu Ende überlegt. Genau. Ist denn, also wie viel Hardware ist dann in der Dockingstation? Gar keine. Also dann, warum wird er denn überhaupt runterskaliert, wenn die komplette Hardware, einfach nur, weil es nicht nötig ist? Oder? Naja, also wenn du über das Dock am Fernseher spielst, dann spielst du ein Full HD, aber das Display ist halt kein Full HD und deswegen läuft es auf dem Handheld dann nur noch in 720p. Okay. Würde wahrscheinlich auch noch krasser Batterie dann saugen. Ja. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist. Was sagt denn vielleicht noch ein Wort zum Line-Up? Es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, dass Nintendo mal Probleme hatte, Dritthersteller für die Konsole an den Start zu bekommen. Das sollte jetzt ja eigentlich anders sein, aber wenn man sich das Line-Up anguckt, ist es ja bis auf Zelda, ehrlich gesagt, relativ dürftig. Ich glaube, man muss da auch wissen, dass es, glaube ich, keine Konsole wird, auf der du künftig irgendwie die großen Dritthersteller-Spiele spielen wirst, so wie Call of Duty oder Far Cry und solche Geschichten. Das sind Sachen, die machst du halt am PC oder PS4, Xbox One. Und die Switch ist halt dafür da, du spielst halt die Nintendo-Titel und dann Nintendo positioniert sich ja auch ganz deutlich als Supporter von Indie-Entwicklern und haben eine ganze Latte. Ich glaube, irgendwie dieses Jahr allein soll noch 60 Indie-Spiele kommen. Und wenn man darauf Bock hat, auf coole kleine Spiele, dann ist es, glaube ich, das Richtige. Also auch zum Start kommen jetzt ein paar coole kleine Download-Spiele raus, aber es ist, glaube ich, nicht das, wo man erwarten sollte, dass man alle großen Blockbuster darauf bekommen wird. Aber ich meine, wenn man jetzt Spiele auf dem PC, gibt es ja auch super viele lustige Spiele, Gang Beasts, Speedrunner, solche Sachen, wenn die halt auch noch in Hülle und Fülle für die Switch verfügbar wären, wäre das, glaube ich, auch in diesem Party-Spaß-Sinne irgendwie, ne? Es gibt ja noch nicht mal den Nintendo Store. Also, doch, mittlerweile gibt's jetzt zum Launch. Zum Launch? Ja. Ja, achso, klar, da bin ich ja auch. Okay, ich nehme alles zurück. wenn es noch weitere Fragen gibt, dann gibt es einen Mann, an den wir uns wenden können. Und es gibt ganz viele Fragen, da bin ich mir sicher. Ganz viele Leute haben in unserem Forum gepostet. Und Krogi wird sich den jetzt annehmen, die Fragen direkt hier rüberballern. Und dann können Sebastian und Fabian die dann auch direkt beantworten. Krogi, was hast du für uns? Okay, lass uns direkt starten, würde ich sagen. Und zwar fragt der Skippy im Forum: Wie ist denn in der Realität die Akkulaufzeit? Wie stark spiegelt das Display? Ist es überhaupt möglich, unterwegs und draußen vernünftig zu zocken? Ja, die kann ich ja mal schnell beantworten. Also ich habe das alles mal ein bisschen auch ausprobiert. Man kann auch schon ja mittlerweile offiziell recht oft, oder offiziell nicht, aber man kann recht schon oft lesen, wie lange denn der Akku hält. Und das sind ungefähr 2,5 Stunden, wenn man denn bei hoher Leistung, also sprich hoher Helligkeit und bei aktiviertem Sound spielt und gerade dann sowas wie Zelda, also aufwendigere Spiele. Das Ganze habe ich noch mal probiert, wenn man die Helligkeit runterregelt, dann kann man da durchaus so auf knapp 4 Stunden kommen mit viel Glück. Würde ich sagen. Und was das Draußenspielen angeht, das geht eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht explizit das Wetter, gibt es halt auch nicht her, nicht allzu viel in der Sonne gespielt, aber zumindest ist die Spiegelung und auch die Helligkeit des Displays eigentlich so gut, dass man da durchaus gut spielen kann, finde ich. Okay, nächste Frage. Direkt weiter, genau. Brötchen93 fragt: Wie gut klappt die Menüführung? Ist alles stimmig und logisch bzw. übersichtlich aufgebaut?
Also übersichtlich auf jeden Fall, weil es gibt einfach nicht allzu viele Menüpunkte. Das Ganze ist super rudimentär aufgebaut. Es ist auch nicht mehr so kindisch verspielt wie vorher, sondern es gibt halt echt nur eine Handvoll Menüpunkte. Du kannst Spiele starten, du kannst in den E-Shop gehen und du kannst Optionen einstellen und Controller synchronisieren. Aber das war es dann auch schon. Also es ist alles sehr easy aufgebaut. Was ich da lobenswert finde, ist, dass alles sehr schnell jetzt reagiert. Das war für mich echt ein Manko bei der Wii U, wie lange immer alles gedauert hat, wenn du in den Shop willst oder den Home-Button drückst. Alles immer so eine Mega-Verzögerung. Und das geht super flott jetzt alles. Also das haben sie echt verbessert. Ja. Okay, komm, wir schaffen noch ein paar Fragen. Yes. Frey möchte wissen, werden die gängigen Multimedia-Apps wie zum Beispiel YouTube, Amazon, Netflix unterstützt? Wie sieht es damit aus? Genau, das ist so ein kleines Problem. Du hast es ja gerade schon bei der Menüführung quasi angedeutet. Es gibt einfach nicht so viel, was man mit der Switch machen kann. Und deshalb, diese ganze Multimedia-Anwendung gibt es derzeit noch nicht. Es gibt leider auch keinen Browser. Und für mich das allergrößte Problem eigentlich gerade jetzt beim Anfang, wo das Line-Up noch nicht so stark ist, es gibt halt keine Virtual Console, also keine alten Nintendo-Spiele. Das meinte ich mit eShop. Virtual Console. Also du kannst zwar Spiele kaufen über den eShop, aber du kannst halt nicht Virtual Console ansteuern. Genau, die ganzen geilen Sachen von früher kannst du nicht kaufen. Genau. Noch nicht, soll ja eventuell. Genau, aber da hat Nintendo leider auch noch keine Angaben gemacht. Das ist, ja, schade. Okay, eine Frage machen wir noch. Yes, FunFab möchte wissen, wie lautstark ist die Konsole und wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? Hört, spürt man das beim Zocken? Fand ich jetzt gar nicht. Also die wird schon ein bisschen warm in der Hand, aber es ist wesentlich weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich schon dachte, okay, so ein relativ flaches Gerät, wenn du da sowas wie Zelda spielst eine Stunde, dass es schon irgendwann anfängt, ordentlich zu pusten. Aber das geht. Also mich hat es weder gestört von der Wärme her noch von der Lautstärke. Ist eigentlich alles ganz, ganz gut gelöst. Also ich hatte das im Dock, dass es dann relativ warm wurde, gerade nach längeren Runden. Aber da habe ich halt auch viel gespielt. Aber komisch eigentlich, weil man denkt, dass es halt im Handheld-Modus viel, viel schwieriger sein muss noch, weil über das Dock, keine Ahnung, ja, wobei da ist ja keine Lüftung und nichts drin. Ja, ist ein bisschen seltsam. Aber als Handheld ist es voll okay. Ja. Was mich so, Krogi, wir machen gleich noch Fragen. Ich habe nur ganz kurz selber eine Frage, weil das Ding ist ja, im Prinzip ist es von der Technik wie ein saugutes Handy. Also, oder zum Spielen. Ein Handy, was nur spielen kann. Und Handys kommen ja quasi, jedes Jahr kommt ein neues Update von einem Handy raus. Und was ihr gerade so erzählt, klingt in ganz vielen Punkten so, als ob das ein gutes Produkt ist, aber vielleicht noch ein Update bräuchte. Also so eine, sozusagen eine Switch, die nächstes Jahr noch mal rauskommt, in einer besseren Variante. Mhm. Ja gut, ich meine, das hast du bei jedem, gerade Geräte, die mobil sind. Du hast verschiedene DS- und 3DS-Iterationen gehabt über die ganzen Jahre. Es wird sicherlich irgendwann auch eine neue Switch geben. Wobei ich es jetzt gar nicht so gravierend finde. Also ich wüsste jetzt hardware-technisch vielleicht bis auf einen stärkeren Akku, der viel länger hält, wenn sich da technisch was tut, jetzt nicht so viel, was du als Handheld an dem Gerät verbessern könntest. Aber es wird sicherlich, keine Ahnung, in 2-3 Jahren was Neues geben. Ich glaube, es braucht gar nicht so viel Hardware-Power, wenn Nintendo es schafft, so viele geile Spiele rauszubringen, wie es damals auf dem GameCube oder so gab. Ja? Ein Gameboy. Oder auf dem Gameboy, die einfach grafisch nicht so anspruchsvoll sind, aber einfach mega Bock machen, steht und fällt, glaube ich, einfach mit dem Line-Up. Mhm. Ich glaube, sie machen da aber auch viel richtig, weil sie gehen auch an einige Entwickler ran, die halt so populäre kleine Spiele machen, zum Beispiel dieses Stardew Valley, was ja auch im PC-Bereich total der Hit ist, kommt irgendwie auf die Switch mit Multiplayer-Modus und das sind, glaube ich, so Spiele, über die sie die Leute einfach ziehen wollen. So bekannte, du hast da auch im Indie-Bereich durchaus bekannte Marken und Namen und die wollen sie halt alle irgendwie ranholen und sowas die Leute unterwegs dann zocken lassen. Okay, Krogi, hast du noch was? Yes, weiter geht's mit Black Mac. Black Mac? Black Mac. Ach so. Und zwar, wie kann ich Spielmomente teilen, beziehungsweise die Screenshot-Funktionalität oder Clips erzeugen und auf beliebige Plattformen teilen? Also, wie sieht das aus? Geht das? Ja, nein. Ja, das geht genauso einfach wie auch auf der PlayStation beispielsweise. Da gibt es jetzt mittlerweile einen Knopf für. Man kann damit einfach Screenshots aufnehmen. Videos wüsste ich jetzt nicht. Das geht nicht. Aber man kann die halt auch super easy teilen, einfach über das Menü. Ja, das funktioniert wie bei den anderen Konsolen auch ähnlich. Einmal zurück. So, hast du noch was oder nicht? Yes, hab ich. Und zwar nochmal der Skippy. Ist nochmal am Start. Und zwar, wie ist das mit Speicherständen? Beim Beispiel Zelda, werden diese auf den Modulen oder auf der Festplatte gespeichert? Ja, das ist noch so ein Punkt, wo man wieder merkt, vielleicht so ein Versäumnis, wo sie noch mal ran können. Es ist nämlich so, die ganzen Spielstände werden nur im internen Speicher der Konsole abgelegt. Der Kollege Ilias hat gerade das Problem, er hat es 30 Stunden gespielt und möchte es natürlich gerne jetzt auf seiner eigenen Switch weiterzocken. Es geht aber nicht. Du kriegst den Spielstand nicht von der Konsole runter. Selbst du kannst auch nicht sagen, ich kopiere den auf die Micro-SD-Card und lege die dann irgendwie in meine eigene Switch. Das geht nicht. Der Spielstand ist an die Konsole gekoppelt. Super schade, weil wenn die Konsole irgendwann mal hops geht. Auch keine Cloud oder sowas? Nee, aktuell nicht. Also da gibt es auch keine konkreten Ansagen, aber das wäre echt zu wünschen, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass deine Konsole immer heil bleibt und ansonsten alle deine Spielstände einfach futsch sind. Genau, den kleinen Einschub muss ich nämlich leider auch noch machen. Wir hatten nämlich so ein bisschen technische Probleme mit unseren Switch, die Mehrzahl ist immer noch schwer. Genau, die waren leider eine Zeit lang nicht mehr startbar. Also die waren einfach
schwarz. Du konntest halt nichts mehr machen mit den Konsolen. Und das war gerade ärgerlich, weil ich auch dann schon Zelda quasi gespielt hatte. Ich komme an das Spiel nicht mehr ran. Den Speicherstand konnte ich dann, der war halt futsch, konnte ich nicht übertragen. Und ich musste von vorne anfangen. Wir denken, dass es an einem Standby-Fehler quasi liegt, wenn man in den Standby-Modus geht. Ich konnte es jetzt auch nicht rekreieren. Ich habe es nochmal versucht, aber es ist nicht nochmal passiert. Genau, also die ging ja dann auch wieder an, irgendwann mit dir ein paar Tage später. Ich glaube eher, dass es halt so ein Softwareproblem in dem Fall war. Und es gibt jetzt auch schon das Day-One-Update, was viele Funktionen noch reingebracht hat, die vorher nicht funktioniert haben. Und seitdem ist bei uns nicht mehr aufgetreten. Vielleicht war das echt so ein Vorab-Ding. Ja, nur. Tja, echt. Ihr habt gerade Zelda angesprochen. Mega ärgerlich, wenn einem die Speicherstände flöten gehen. Wir haben natürlich Zelda auch mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Gehört sich so für den größten Starttitel, den die Switch hat. Und ob wir uns den zahlreichen positiven Wertungen anschließen können, das seht ihr jetzt. Ihr kennt wahrscheinlich alle The Legend of Zelda. Neben dem italienischen Klempnerboy Mario sind Link und Zelda sicherlich zwei der schillerndsten Stars am Nintendo-Firmament. Ihr habt vielleicht A Link to the Past gespielt? Ocarina of Time? Oder Skyward Sword? Ja? Gut, dann streicht bitte direkt den ganzen Erinnerungsklumpatsch. Breath of the Wild ist ein knallharter Umbruch. Nach 30 Jahren und einer kleinen Midlife-Crisis hat sich Nintendo mal etwas völlig Neues überlegt. Ich hab ja schon immer gesagt, ne, alles für den Fortschritt. Neuer Style, neuer Job. Hier Breath of the Wild, das wird der neue Shit für die Kinder. Es wird ein ganz neues Ding, ne, sogar mit Sprachausgabe. Ja, sogar der Link darf diesmal ein bisschen sprechen, ne. Also wenn sich das Ding jetzt nicht verkauft, dann weiß ich auch nicht mehr. Ah, der Link. Unser großer Star. Ja, schön, dass du es anrichten konntest, ne. Direkt starten. Von mir aus kann ich wollte einmal ganz kurz sagen, ich freue mich wirklich so mega hier zu sein. Und ich wollte mich auch bedanken und natürlich und wegen die Schweigerei, die ging mir auch so auf den Sack. Wollen wir loslegen? Ja. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist denn jetzt so schrecklich neu an diesem Zelda? Und wisst ihr, was ich da sage? Ich sage fast alles, Freunde! Ja, fast alles! Wisst ihr noch, wie euch Skyward Sword oder Wind Waker stundenlang bei der Hand genommen und erst nach einer 10-Tutorial-Tortur in die Spielwelt entlassen hat? Ja, damit ist jetzt Schluss. Schaut euch mal an, wie das Ganze bei Breath of the Wild nach knapp einer Minute ausschaut. Yep, Breath of the Wild redet sich nicht lange mit sämigen Erklärungen den nicht vorhandenen Mund fusselig, sondern wirft euch direkt ins Spiel. Die ganze Welt legt sich euch zu Füßen. Breath of the Wild nimmt die Bezeichnung Open World ernst. Es gibt keine Grenzen. Zwar werdet ihr direkt zu Beginn von einem alten Mann mit ein paar Instruktionen begrüßt, wenn ihr aber keinen Bock habt, könnt ihr dem ziemlich bald den Finger zeigen und zum letzten Boss durchmarschieren. Okay, der haut euren Link wahrscheinlich mit einem Hieb kaputt, aber allein, dass euch diese Freiheit gegeben wird, ist großartig. Noch ein Aspekt, der für die offene Welt spricht, ist, dass ihr all eure Fähigkeiten nahezu komplett in der ersten Stunde erhaltet. Ihr müsst nicht darauf warten, dass euch der Enterhaken im Feuertempel bei Stunde 13 ausgehändigt wird, damit ihr Hindernis X und Y auf der Weltkarte überwinden könnt. Stattdessen kommt ihr jedem Rätsel und jeder Herausforderung allein mit den euch zur Verfügung stehenden Tools und vor allen Dingen eurem Hirnschmalz bei. Um die Dreifaltigkeit des Komplett-Makeovers perfekt zu machen, auch die Geschichte spielt in Breath of the Wild eine richtig spannende Rolle. Link erwacht ohne Gedächtnis, weshalb ihr euch die vorangegangenen Geschehnisse zusammenpuzzeln dürft. Wir wollen gar nichts vorwegnehmen, weil die Handlung dieses Mal einen großen Reiz des Ganzen ausmacht. Nur so viel, vor 100 Jahren ist Hyrule untergegangen und unser werter Herr Link war an dieser Misere nicht ganz unbeteiligt. Warum, wieso, weshalb und vor allen Dingen, wie ihr die Suppe wieder auslöffelt, gilt es jetzt herauszufinden. Und wie anfänglich bereits angedeutet, besitzen wichtige Charaktere dieses Mal sogar eine eigene Stimme. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Blöde Zicke. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Sag mal, kannst du gefälligst warten, wenn ich mit dir rede? Hallo, bleib mal stehen jetzt. Ja, das war nah dran, aber wir versuchen mal eine andere Szene. Ne?
Mann, hier wackelt alles. Scheiße. Was ist oh, Heiligsblechle. Hier bewegt sich alles. Fuck, da kommt ein Steinbrückle. Schnell weg! Okay, pass auf. Lass uns nochmal deinen Schlagschrei nachvertonen. Den kennst du ja, ne? Ja. Ja, nein. Ja. Nope. Ki. Ja. Vielleicht nochmal ein Gut. Ja. Nein. Kia. Nope. Kia. Nein. Nein. Ja. Ich hasse mein Leben. Ja, okay, den nehmen wir. Okay, das mit dem sprechenden Link hat sich Nintendo dann doch nochmal anders überlegt. Aber zumindest andere Figuren sprechen in abgesetzten Story-Sequenzen. Und die sind richtig Schmuck geworden. Design und Atmosphäre besitzen dabei einen klaren Studio Ghibli-Vibe. So haben wir uns in einem Zelda-Spiel noch nie von der Geschichte umgarnt gefühlt. Breath of the Wild hat aber auch noch andere spielerische Asse im grünen Waldelfenärmel. Damit das Erkunden der Welt auch richtig Laune macht, bekommt ihr ein paar neue Kniffe mit auf den Weg. Zum Beispiel ein Segel, mit dem ihr euch von Anhöhen stürzen und anschließend selig durch die Lüfte schippern könnt. Und ihr dürft klettern. Überall. Da werden auch schon mal die Ubisoft-Assassinen blass vor Neid. Oder ihr springt auf euren Schild und slidet lässig Abhänge hinab. Loot nimmt einen völlig neuen Stellenwert ein. Ihr findet allenthalben neue Waffen, Schilde sowie Bögen und könnt euch sogar in unterschiedliche Rüstungssets zwängen. Das ist nicht so kleinteilig wie bei RPG-Nachbar Diablo, aber doch erstaunlich vielseitig. Der stetige Ausbau eures Sortiments gibt euch ein schönes Gefühl von Fortschritt, ohne dass es dafür Erfahrungspunkte oder Levelaufstiege benötigt. Da die Waffen allerdings allesamt nach einiger Zeit zerbrechen, wird etwas frickeliges Menügejuckel nötig. Vor allen Dingen, wenn ihr mit schwächerem Equipment garstige Endgame-Gegner kloppen wollt, zerschellen die Dinger schneller als morsche Zahnstocher. Da euch Goblins, Fledermäuse und Schleimklumpen nach Knüppelei keine Herzen überlassen, kommt der neue Survival-Aspekt zum Tragen. Link muss wild jagen, Pilze sammeln und Blümchen pflücken, um sich gesundheitlich über Wasser zu halten. Wer das Gerümpel in einer Pfanne kocht, sackt anschließend ordentlich Energie und Verstärkungen ein. Eine dufte Dreingabe, die das Sammeln von Ressourcen wichtig macht. Aber auch hier hat Nintendo nicht ganz bis zum Schluss gedacht. Ihr wollt aus den 300 Äpfeln in eurem Inventar einen schönen Kompott machen? Dann richtet euch darauf ein, dass ihr jeden Apfel einzeln über das Menü in die Schale buxieren und anbrutzeln dürft. Und weil wir schon bei übernommen sind, bei Grafik und Weitläufigkeit kommt, Achtung Zungenbrecher, die Switch ins Switch. Wer hat denn diese Scheiße schon wieder geschrieben? Also, das kriegt die Switch nicht so richtig gut hin. Details ploppen in der Ferne deutlich ins Bild und auch die Framerate kommt ab und zu ins Stottern. Aber auch wenn es technisch nicht ganz rund und vielleicht nicht auf Next-Gen-Protz-Niveau ist, punktet Breath of the Wild mit Style. Die Welt ist unheimlich lebendig und knallt euch atemberaubende Panoramen vor die ausgekugelten Unterkiefer. Und dann noch dieser dezente, aber schmeichelhafte Soundtrack. Ach ja, doch, schön ist es. Okay, wir fassen zusammen. Dieser Beitrag besteht bis hierhin aus 886 Wörtern. Dabei haben wir kaum ein Wort auf die Details der Open World oder die Rätsel verschwendet. Und das ist okay. Breath of the Wild ist eine verdammte Wundertüte, die vor allen Dingen dann Spaß macht, wenn ihr alles selber entdeckt. Die Welt ist gespickt mit kleinen und großen Rätseln, mit Mini-Dungeons und Maxi-Dungeons, mit Dörfern und Städten und Geheimnis über Geheimnis. Und nichts davon bindet euch das Spiel mit Icons oder Hinweisen auf die Nase. Breath of the Wild weckt eure Neugier und fordert euren Entdeckerdrang. Es möchte, dass ihr in die Spielwelt versinkt. Und sobald ihr den Einstieg hinter euch gebracht habt und mit dem Richtungswechsel warm geworden seid, macht ihr das liebend gern. Breath of the Wild verpasst der Open-World-Formel eine eigene Note. Eine Note, die euch nicht auf das Abarbeiten von To-Do-Listen beschränkt, sondern auf das Beobachten und Erforschen. Dieser Richtungswechsel gefällt uns. Sehr sogar. Und wenn Link dann irgendwann Prinzessin Zelda wieder in seine Arme geschlossen hat, hoffen wir, dass er sich schon bald in sein nächstes Abenteuer stürzt. Breath of the Wild ist traumhaft und macht Lust auf mehr. Viel mehr.
Auch wenn sich Nintendo letztlich eben doch für einen stummen Link entschieden hat. Obwohl, vielleicht ist es ja auch besser so. Link, mein Held, du hast mich gerettet aus den Fängen von Ganondorf. Meine Liebe wird dir für immer gewiss sein. Du Herold. Gar kein Problem, du, das habe ich mega gern gemacht. Du, können wir vielleicht direkt jetzt anfangen, ein bisschen rumzumachen? Weil das ganze Gekämpfe, das hat mich so richtig, das habe ich richtig geil gemacht. Ja, Ganondorf, schön, dass ich dich erreiche. Ich habe heute Abend doch jetzt Zeit. Hallo. Ja, das mit dem mir, das war nichts. Hallo, wie viel rummache ich jetzt? Tja, Fallout 4, ne? Sag ich mal, ist ein Spiel, was sich dazu entschlossen hat, den Charakter auf einmal sprechen zu lassen. Muss nicht immer gut funktionieren. Sebastian, du hast Zelda jetzt ja auf Herz und Nieren getestet. Nach den ersten 34 Reviews, Game-Rankings, 98% Durchschnitt. Kannst du das bestätigen? Ja. Ach komm, 98%. Ja, nein, das ist 11. Zahlen ist halt so ein Ding, ne? Ich möchte keine Zahlenwertung vergeben, muss ich nicht, Gott sei Dank. Aber ich kann halt verstehen, dass da so ein großer Hype entstanden ist, weil es ist halt einfach in meinen Augen eins der besten Open-World-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Es hat seine Fehler, die habe ich ja auch gesagt. Ist auf jeden Fall nicht perfekt, aber es ist ziemlich weit oben. Ich finde auf jeden Fall, wenn man das sieht, ich habe jetzt nur 1-2 Stunden bisher gespielt, aber das macht sofort wieder Bock. Ja. Also die Welt haben die echt super inszeniert. Ich finde auch, obwohl die natürlich technisch nicht ganz die krassen Möglichkeiten haben, also den Stil und die Lichtstimmung und die Natur, also die Gräser und Bäume und die Vögel, die dann da rumfliegen und so, also das haben die echt super gut gemacht und es lädt einen einfach total ein. Ich finde auch, du hast diesen Moment in dem Beitrag gehabt, wo man am Anfang aus der Höhle auf diese Anhöhe hochläuft und das dann so aufgeht und man dieses Panorama der Welt schon vor sich hat. Das macht einfach mega Bock und es lädt einen so ein, dieses Spiel zu spielen. Ja, wir haben drüber geredet, was mich bei den letzten Zelda-Teilen wirklich abgefuckt hat, ist immer dieses, du wachst in einem kleinen Dorf auf und du musst erstmal lernen, dann musst erst ein Holzschwert finden und so weiter. Und als Zelda-Spieler der ersten Stunde nervt einen das einfach nur, beziehungsweise die ersten Zelda, das ging ja direkt los, es ist ja dann irgendwann so geworden. Mhm. Und bei Breath of the Wild ist es halt auch, wie du es auch gezeigt hast, es geht direkt los, du hast direkt diese Open World. Und was ich auch gut finde, ist, was du auch im Beitrag gesagt hast, ist, dass es nicht so immer diese dummen Hinweise gibt irgendwie. Da hinten blinkt was und da und hahaha, guck doch mal hier. Sondern du hast wirklich von Anfang an das Gefühl, fuck, es ist in alle Richtungen offen. Und ich habe auch so 2 Stunden gespielt und ich bin dauernd so, jetzt gehe ich mal da, oh nee, was ist denn das da? Mhm. Und ständig irgendwo abgebogen und konnte mich gar nicht irgendwie auf eine Sache fokussieren, weil man ständig irgendwie am Entdecken und Forschen ist. So. Da hatte ich auch meinen kleinen Erweckungsmoment, weil wie gesagt, unsere erste Switch dann irgendwie, weiß ich, nach 4 Stunden habe ich da gespielt, dann leider nicht mehr anging. Und bin ich halt auf die andere umgestiegen und habe dann nochmal von vorne angefangen, was ja eigentlich nicht so cool ist. Aber da habe ich dann direkt gemerkt, ich bin eigentlich ja den gleichen Weg gegangen, habe aber super viele Details einfach verpasst beim ersten Mal. Ich habe so viele Geheimnisse gefunden und genau das ist halt diese Magie dieser Spielwelt. Also du hast im Detail so viele Sachen, die du entdecken kannst, bei dem dir das Spiel aber nicht sagt, so hey, jetzt komm mal hierher, sondern du entdeckst sie einfach, weil du Bock hast gerade. Ist schon schön. Ja, weil du Bock hast, ob ihr auch Bock habt, das erfahren wir natürlich von Krogi. Was ist denn dein Comment der Woche? Eine Kleinigkeit habe ich natürlich noch vorbereitet für euch. Und zwar schreibt der Tommy Angelo. Der schreibt, ah geil, meine Kindheit ist zurück. Aus Zufall habe ich diesen Kanal gefunden. Endlich wieder dieser Game One Humor. Ich meine Game Two. Hab's vermisst. Werd erstmal alle Folgen, die verpasst worden sind, nachgeholt. Und so viel Tatendrang, Tommy. So viel Tatendrang kann nur eins bedeuten. Das ist nämlich der Comment der Woche. Tommy Angelo. Zurück zu euch. So sieht Begeisterung aus. So hat Nicole Kidman geklatscht ganz, auf den ganz Oscars. Furchtbar, ja. Habt ihr es gesehen? Super weird. Hatte sie Botox in den Fingern? Ja, man weiß nicht. Vielleicht ist sie auch ein Werwolf oder so. Ist da so ganz komisch. Ganz so mega lange Finger auch. Sieht echt unheimlich aus. Sehr strange aus. So, das war's. Ne? Apropos aus. Das war's mit Game 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sagen Wiederschauen. Reingehauen. Du warst sehr schlecht. Sag mal, wo ich mich jetzt breitschlagen lassen, hier heute mitzumachen, kann ich dann nächste Woche auch bei Game 2 Guck Game 2 mitmachen? Ah, das ist, Fabian, das ist nicht so leicht. Wieso? Da gibt es ein kleines Problem. Sehr geehrte Medienvertreter, sehr geehrte Sympathisanten von Game 2. Das Begleitformat Game 2 guckt Game 2, wahlweise auch Game 2 schaut Game 2 oder auch Game 2, die eklige Selbstbeweihräucherung, wird mit Beginn der zweiten Staffel Game 2 eingestellt.
Auch die letzte Episode zur letzten Folge der ersten Staffel, die eigentlich in illustrer Runde ungewöhnlicherweise im Hotelzimmer auf der so betitelten Klassenfahrt nach Mainz entstehen sollte, wird wegen technischer Schwierigkeiten nicht ausgestrahlt. Meine Damen und Herren, das Format ist verbunden mit Momenten der Heiterkeit, des Nachdenkens, immer voller Emotionalität und immer mit dem Ziel, interessante Hintergrundgeschichten und Informationen zu Produktionsabläufen und Dreharbeiten zu liefern. Es schmerzt natürlich, dieses Blümchen der guten Laune, das gefühlt doch eben erst als kleine Knospe vor uns lag, aus der Hand zu geben, gerade als es seine volle Blütenpracht entfaltet. Danke. Doch vielleicht ist gerade dies der rechte Moment, bevor das zarte Pflänzchen vor unser aller Augen verwelkt. Bitte lassen Sie mich noch klarstellen, dass es sich bei angeblichen Plänen um eine etwaige Fortsetzung des Formats in abgewandelter Form, wie zum Beispiel Game 2 guckt Moin Moin oder auch Game 2 guckt Urknall, Weltall und das Leben, Interview mit Josef M. Gasner, die Welt in 100 Jahren, sowie Game 2 guckt blöd aus der Wäsche, um reine Gerüchte handelt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir, und ich bin sicher auch Sie, behalten Game 2 guckt Game 2 in Erinnerung als stilvolles Format, das sich der erarbeiteten Anerkennung und nicht zuletzt dem hohen Respekt sämtlicher Film- und Fernsehschaffenden auf lange Zeit sicher sein kann. Vielen Dank. Ist so einfach gemacht, weißt du? Die sitzen da einfach und schauen sich die Sendung an. Und damit sind die verdammt nochmal erfolgreich. Warum machen wir nicht NDA schaut NDA? David Beckham schlägt sich Zahn aus beim Snowboarden. Habt ihr das schon gelesen? Kulturdiebe. Rotschweizer. Ach, guck mal, jetzt kommt hier gleich die Stelle, wo Larissa an die Brust gefasst wird. Das ist auch kulturell wertvoll. Jetzt kommt die Nummer, wo Moritz Neumeier diesen Pädophilie-Gag macht. Andy Egger ist eine. Ich hab mich weggeschmissen, oder? Was denn? Für das, was es sein will, ne? Schon ganz schön scheiße. Extended die zweite. Geil, oder? Ja. Ja, nee, mit dem und mir, das war nichts. Habe ich gerade echt den gemacht, ey. Toll. Nein. Nee. Oh. Du sollst doch nicht ausatmen. Stimmt, Entschuldigung.